Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims hier Let's Play Folge hier in San Myshuno. Ich bin Daniel von SimFancy und heute geht's weiter mit unserer Apartment Girls WG hier in der City. Ja, letztes Mal wurde unsere Bude ausgeräumt hier, ne? Ja, Lila, du guckst schon so böse, Mann, so traurig. Ja, die haben uns alles irgendwie geklaut, ich weiß nicht warum. Entweder ist es ein Bug oder ist es ein, ein Dieb gewesen, man weiß es nicht. Sogar unsere Plasmabäume sind weg. Ja, letztes Mal gab es auch einen Brand. Wir haben den selber gelegt bei den Nachbarn. Hey Rosie, sag mal deiner Katze hier, die soll ja nicht hier rumjumpen, ja. Lieblingsstelle kratzen, ja, wir loben die wieder. Wir haben nicht mehr die Stühle, voll fies. Du musst auch hier mal das Katzenklo säubern, ne? Hier gibt es kein automatisches. Wir spielen hier in einem Starter-Apartment. Und ohne Cheats, ne? Und das wird hier nicht irgendwie geil eingerichtet mit Geld-Cheats, sondern das ist jetzt so, ne? So, Obstkuchen magst du nicht, ne? Ah, du bist ja grün. Was musst du denn noch machen für deine Arbeit? Kolumne schreiben. Wie machen wir das? Wie macht man eine Kolumne schreiben? Müssen wir das im Computer machen, oder? So, unsere Kunstkritikerin-Karriere hier, oder? Nee, das ist nicht. Schreiben. Kolumne schreiben. Das musst du machen. Komm. Auf, das kriegst du hin. Und die Rosie, unsere Vampir-Girl. Ich glaube, du musst ein bisschen noch lernen, ne? Was haben wir letztes Mal denn uns geholt? Ja, so viel haben wir auch nicht. Wir müssen unbedingt, was ist nochmal die Schwäche? Kann nur in Särgen schlafen. Okay, das ist okay. Unkontrolliertes Zischen haben wir auch. Slytherin hier. Im üblichen Tag. Die geht's aber voll gut. 18 Uhr, 19 Uhr, das ist gut. Dann können wir nämlich raus als Vampir. Dann gehen wir in die Bibliothek und lesen mal ein bisschen was, während du hier die Kolumne schreibst. Hoffentlich schreibt ihr das auch. Du denkst dann ready an die Mommy. Ja, die ready. Die kommt als nächstes wieder dran hier in der Reihenfolge unserer Families. Huhuhu. Komm, wir gehen mal raus. Come on, wir reisen. Wir müssen jetzt reisen. Wir gehen mal nach Willow Krieg, da habe ich meine Bibliothek gebaut, hier. Müssen wir ein bisschen was lernen, da krallen wir uns die Bücher. Wen nehmen wir denn mit? Komm, wir fragen mal, wo ist denn Jonas? Wieso ist Jonas hier nicht dabei? Da ist er doch, Jonas, aber auch mitkommt. Ja, der Jonas, wieso denn nicht mal? Der soll ja auch mal reingucken. Unser Wissenschaftler, vielleicht lernt er dann auch noch was. So, Rosie on Tour durch die Good Old City, Willow Creek. Ja, die Vampirfähigkeit müssen wir unbedingt hochleveln, denn die soll ja gut vorbereitet sein für das Vampirrestaurant. Ihr habt abgestimmt, die Rosie, die soll ein Vampirrestaurant führen. Das müssen wir erstmal noch bauen. Oh, du bist immer noch in deinem Dschungeloutfit, Jonas hier. Eieiei. Komm schnell rein, Rosie Maus. Du bist hier voll. Oh, ich mach mal Pause, ne? Geh mal ganz nach unten. In unsere Vampirhöhle. Yeah, schnell. Dein Adoptivpapi, der wird schon nachkommen. So. Wo haben wir denn die Bücher jetzt? Sind die da noch irgendwo? Ich muss die doch mal lesen. Lesen. Eieieiei. Wo haben wir denn. Da. Band. Wir lesen, glaube ich, Band 3, ne? Wir sind, glaube ich, Band 3 lesen. Ich weiß es noch nicht. Was haben wir denn? Vampirsaga Level 11, ne, also. Es geht, glaube ich, bis 15. Deswegen müssen wir, glaube ich, das hier lesen. Oder wir müssen diesen einen komischen Band da auch noch lesen. Da gibt es ja nochmal so einen anderen Band, so einen Exklusivband oder irgendwas. Weil die Bücher sind schweineteuer und die können wir uns natürlich nicht leisten. Deswegen gehen wir in die Bibliothek. Habe ich schon mal gebaut. Lest mal was. Ja, das bringt was. Sehr gut für die Fähigkeit. Sehr schön. Können wir die Lila vielleicht doch herholen? Weil du sollst hier, vielleicht kannst du auch hier schreiben oder so. Wir haben ja hier auch einen modernen Anbau. Oh, Jonas ist im Kinderparadies. Baust du was mit den Glötzen hier? Mach mal den Grundriss von unserem Apartment. Ah, da ist schon alles belegt hier. Mensch. Kannst du hier jetzt mal Kolumne schreiben? Lila, komm. Ja, ich weiß, der Obstkuchen ist scheiße, aber was wollen wir machen? Igitt, gibt es wirklich Sims, die dieses Obstkuchenzeugs essen? Ja, wir. Come on.
Ja, heute mal ein bisschen lernen. Wir müssen ja vorankommen, sonst kommen die nie zur Kohle. Ja. Vampir-Resistenz-Cocktail entdeckt. Rosie hat erfahren, dass es ein Getränk gibt, das SimSif den Auswirkungen von Vampirkräften zu widerstehen. Sie kann jetzt an der Bar Vampir-Resistenz-Cocktail zubereiten. Ist auch sehr vorteilhaft, ne? Weil dann können wir ja, dann können wir ja in unserem Restaurant dann auch diese Cocktails machen. Aber ich glaube, die kann man gar nicht verkaufen. Wer bist denn du? Christian Opfermann. Haben die jetzt ein Kind, die Opfermanns hier? Bist du schon fertig? Hey, du sollst mal weiterlesen. Come on. Lies das mal weiter. Unser Bücherwurm. Renaissance-Sim. Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Oh, das müssen wir eh. Das ist gut. Das müssen wir ja, glaube ich, auch für die Karriere, ne? Ja. Die ist noch hier Geheimagentin. Komm, lies das bitte für uns. Bringt das noch was? Bringt nichts mehr jetzt. Level 13 sind wir schon. Ja, dann geht's nicht mehr. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da auch noch diese Vampirbücher, diese exklusiven Dinger da. Wie heißt denn das Buch? Da gibt's nochmal da hier. Handbuch der ultimative Vampir. Was ist da jetzt der Unterschied? Das ist lila. Wir lesen mal das hier. Wir gucken mal, ob wir das lesen können. Vampirbuch freigeschaltet. Rosie hat sich alle Informationen dieses Buches angeeignet. Ah. Vampirgeheimnisse der ultimative Vampir bestellen. Ne, wir bestellen das nicht. Wir lesen das hier in der Bibliothek. Das Ding kostet nämlich mehrere hundert Simoleons. Wenn nicht sogar 1000 oder so. Das ist voll teuer, das Krams. So. Guckst du deinen Blambob an? Ja, der hat so ein schönes Vampir-Dingens dran, ne? Ja. Willst du nicht lesen? Was? Instagram-Follower, what is this? Du kennst schon alles hier draus. Dann müssen wir das andere doch lesen. Das lila Ding, ne? Wo ist es jetzt wieder hier? Das hier. Dann lies mal das, bitte. Ja, ja, ja. Unsere Serienromantikerin hier. Bist du noch dabei? Ach ja, komm, ein bisschen lernen hier. Drei erste Küsse gehabt haben. Oh, das müssen wir auch noch machen. Wir haben ja schon zwei Verbändelte. Einmal die Sophia und den Caleb, keine Ahnung. Großmeister der Vampire, das wäre praktisch, ne, für Rosie. Sophia Bjergsen. Komm mal hier, bitte. Bist du jetzt fertig mit deinem Krams? Abgeschlossen. Sehr gut. Sehr schön. Unsere freiberufliche Storyforscherin. Hey, willst du zu uns kommen hier? Wir sind ja in der Bibliothek. Come on. Wir müssen nicht knutschen. Ja, ist sie schon. Wohnungsschlüssel abnehmen. Bewunderung ausdrücken. Erstmal so. Also bist du wieder happy, na denn, also. Und wir haben kein Kokett hier, oder was? Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wieso haben wir kein Kokett? Umarmen. Hallo? Wieso gibt's da kein Kokett? Hi. 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 Gushal? Tribnathan? Frickagene. Wie wär's mal in der Brille? Grasha. Yanabi! So, wieso seid ihr jetzt hier? Wieso geht das jetzt mit Kokett nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ja doof. Hallo? Wieso geht es denn nicht? Schmeicheln. Wieso geht es denn jetzt nicht mit dem Kokett? Wieso gibt es kein Flirten-Dings? Das ist ja jetzt blöd. Das ärgert mich jetzt aber. Zusammen in die Sterne gucken. Liebst du uns nicht mehr? Das ist wirklich komisch hier. Wir haben doch hier volle Kanne hier, Dings hier. Ach komm jetzt. Tiefgründige Unterhaltung. Beste Freunde werden. Nee. Knutschen. Könnt ihr nicht knutschen? Ist die vielleicht noch Dings hier oder was? Die ist noch Teenager, verdammte Axt. Deswegen geht das nicht mehr. Ja, wir haben die ja kennengelernt als Dings hier, ne? Oh, ne. Als Teenager. Und dann, ach Mann, jetzt. Ach, das ist ja blöd.
Wieso kann ich jetzt nicht heranwachsen irgendwie mal? Ach, das ist ja doof jetzt. Oh Mann, ihr kennt euch doch schon. Kann man den irgendwie, kann man den Sim hier auch verwandeln? Hochzeit. Kinderbetreuung. Nee. Ich will, wenn ich in der Stelle einen Sim ändere, dann wird die älter. Aber mit welcher Familie spiele ich denn dann? Cast.FullEditMode. Das machen wir jetzt ein Experiment. Wenn ich jetzt einen Sim bearbeite, der nicht, da ist schon wieder unsere Stalkerin vorbeigelaufen, der nicht in unserer Familie drin ist, wenn ich da reingehe, obwohl ich mit der Family jetzt nicht spiele, in den erstelle einen Sim und dann das bestätige, dann bin ich wahrscheinlich in der Family drin, oder? So, du bist jetzt ein Erwachsener geworden. Kriegst noch ein Merkmal. Romantisch. So. Und jetzt, wo bin ich dann jetzt? Bin ich dann jetzt bei der Family da in Windenburg oder was? Das ist ja auch witzig. Das wäre sogar dann praktisch. Dann könnte man so schnell Familien wechseln. Einfach anklicken, erstellen einen Sim bearbeiten, Haken drücken, dann ist man in der Family. Jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt gucken wir mal. So. Dum, 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 Lande Balken. Nee, jetzt sind wir wieder in der Family. Okay, jetzt bist du junge Erwachsene, sehr gut. Über Träume reden. Mach das mal, jetzt könnt ihr wieder hier romantisch sein. Heiratsantrag mal. Wir müssen knutschen. 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 Küssen. Hier. So. Rosie, liest du bitte nach? Nee, du liest gar nicht mehr, du Nudel. Du sollst das doch mal lesen hier. Lies mal das Buch hier. Hast du es unten hingelegt, oder? Handbuch. Ja, gut, aber das muss ja das sein. Ich weiß nur nicht, welches. Probier das mal nochmal. So, ihr Hübschen. Auf, hier wird jetzt geknutscht. Jonas. Jonas. Jonas hat's gesehen. Lass mal bitte weggehen, Papi. Ja. Hände küssen. So, drei erste Küsse gehabt haben. War das jetzt erster Kuss schon? Nee, ne? Wir haben ja schon geknutscht. Das ist ja gar nicht erster Kuss. Heiratsantrag machen. Komm, küss nochmal. Knutsch nochmal rum. Rosie, liest du bitte? Rosie Mausi, du liest gar nicht. Du bist schon fertig mit dem Buch, oder? Was müssen wir denn dann noch machen? Mach mal dunkle Meditation. Wir müssen mal gucken. Da haben wir noch Plasmafrüchte. Sehr gut, dann können wir die einpflanzen nämlich, ne? Hausaufgaben hast du auch noch. Die brauchst du nicht mehr. Dann müssen wir doch nochmal das Rote da probieren, oder? Vielleicht liegt das auch daran, dass das die Debug-Bücher sind. Und dann kann man die nicht verwenden, Rosie, oder? Komm, wir gucken mal. Das muss doch jetzt klappen. Oder kann man da nicht mehr lesen? Muss man das jetzt sich so hochspielen? Ah doch, das geht jetzt. Ach, guck mal an. Ja, also, dann hast du doch dein Buch gefunden. So, du bist wieder allein. Dann kannst du mal den anderen Typsi da herholen. können wir das Buch nicht einstecken, Rosie? Du kannst mal deinen Caleb hier anrufen. Ja, yeah. Komm mal hin hier. Wir müssen rumknutschen. Ich weiß nicht, ob wir mit dir schon geknutscht haben. Die könnte ja wirklich Heiratsschwindlerin sein, oder? Dann könnten wir ein bisschen Kohle machen mit dir, Lila. Ah, der schläft. Ein Vampir schläft hier bei Nacht. Das glaube ich ja auch nicht. Aber du musst auch schlafen. Gibt es hier irgendwo einen Snack? Haben wir irgendwo hier Snacks? Wir haben Snacks vergessen. Oh, nee. Aber irgendwo gibt es doch bestimmt diese Automaten. Habe ich die nicht aufgestellt? Diese komischen Kühlschränke da. Gibt es hier keine Snacks? Ich glaube es ja nicht. Keine Snacks hier. Ach, das ist ja doof. Scheiß Bibliothek, Daniel, hier gebaut. Gehst du ins Kinderparadies hoch? Ach ja. Rose hat gelesen, dass Graf Vladislaus Straut der erste einzige Überlebende der Siedler war, die Forgotten Hollow ursprünglich entdeckten. Ah, Forgotten Hollow ist die Welt aus diesem 3.
Zacka. Ja gut, dann pennen wir halt ein bisschen. It's okay, it's alright. Rosie muss nicht schlafen. Jetzt haben wir bald Level 14 hier. Bam. Das ging jetzt wirklich ratzifatzi, ne? Wer ist das hier? Unser nächstes Opfer. Level 14. Rose hat erfahren, dass es ein Getränk gibt, mit dem Vampire alle ihre Kräfte zurücksetzen können. Sie kann jetzt an der Bar den Trank der Neuordnung zubereiten. Ja, eigentlich sollten wir eine Bar aufmachen. Schade, dass man nicht als Barkeeperin spielen kann, ne? Also als... Ja. Wann müsst ihr denn arbeiten gehen? 6 Stunden noch. Und Logik brauchen wir auch noch. Gut, dann machst du jetzt mal das hier fertig, dann haben wir Logik. Hey, das wird ja toll hier. Was musst du denn noch hier machen? Logik, genau auch. Ah, also, dann müssen wir als nächstes Logik machen, unbedingt. Und du musst nochmal jemanden knutschen. Wen wählen wir denn hier? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, das ist geil. Das ist geil. Aber leider müssen wir mit Rose jetzt noch ein bisschen lernen. Komm, das schaffen wir jetzt noch. Weil im Apartment bei den Nachbarn, da wohnt der Dingsy hier. Der von Riverdale. Wie heißt der denn? Der Archie. Wow, Rose hat das ultimative Vampirgeheimnis entschlüsselt. Die Heilung von Vampirismus. Sie kann jetzt den ultimativen Vampirheiltrank in der Bar zubereiten. Wow. Es gibt jetzt nichts mehr, was Rose noch über Vampire lernen könnte. Okay, dann reisen wir jetzt nach Hause. Weil da wohnt der Archie. Ja, der wohnt da. Bei uns als Nachbar. San Myshuno. So. Da bitte zurückreisen hier. Alle Lila kommt mit, oder? Genau. Weil den können wir vielleicht mal aufwecken jetzt. Oh nö, das ist wieder so peinlich dann, wenn wir die aufwecken. Dann gibt's gleich Minus. Minus. Minus, Minus. So. Jetzt haben die Mädchen heute mal was gelernt. Es war ein bisschen öde, aber ist okay. Ne? Komm, wir klopfen mal einfach an. Kann man das besuchen? Komm, wir besuchen die mal. Hallo, klopf, klopf. Seid ihr wach? Wir sind ein Vampir, wir können nur bei Nacht kommen. Das ist uns angenehmer. So. Bücher, Bücherwurm. Da, ich sehe ihn schon. Wo sind wir jetzt? Hier, da, jetzt hier. Ah, da sind sie doch. Veronica ist auch da, hi. Da ist unser Archie, Rosie, guck mal. Nee, Lila, du musst ja. Lila, freundlich vorstellen. Du hast ein gutes Merkmal hier bekommen. Eltern und Freunde, gute Manieren. Kannst du dich mal hier vorstellen? Bitte guck mal. So. Das ist der Archie. Dank. Den haben wir mal erstellt im Livestream. Dankbarkeit zeigen. Ja, da steht da drauf, ne? Was, du findest mich cool? Okay. Oh ja. Nach Karriere fragen. Was arbeitest du denn eigentlich? Ne? Was arbeitest du? Dass er Oberschüler an der Buckingham Oberstufe arbeitet. Ach so, das ist wieder ein Teenager, verdammte Angst. Oh ne, Archie Andrews, ja. Was macht die Veronica? Ja, hallo. Naja. Na gut, dann holst du dir halt den Essen bestellen. Holst du dir den Dings hier oder was? Ah, die Rose ist ja auch schon wieder hier am Flirten oder was? Jim, hier. Was machst du denn? Hallo, ihr Lamas. Hey, hallo. Hör mal ruhig hier. Oh, das ist unser Waschbär-Panda. Ist das der Ding? Ja, nee, das ist der Maki Nakamura. Undercover-Waschbär hier. Ja. In der City ist immer was los hier, ne? Habt ihr Hunger? Ihr dürft doch gar nichts essen. Rosie, du darfst nichts essen. Du musst jetzt auch wieder rein. Ja, können wir die nicht irgendwie einladen oder so? Fledermaus hier hinfliegen. Kannst mal die Veronica kennenlernen hier. Mach das mal. Könnten hier Bananenschalen hinlegen. Was hängt denn da noch? Bei Festival kann man auch was lesen. Sul. Hallo Nachbarn, ja, hi. Komm, wir gehen wieder nach Hause. Zurück nach Hause. Das ist blöd mit den Ladebalken, ne? Komm, wir nehmen die mit. So. Ja, die müssen wir dann halt auch zu jungen Erwachsenen machen.
Ja. Ja, auch witzig, ne? Das können wir mal machen hier, unsere Seriencharakter damit einbauen. Der knutscht eh mit allen rum, deswegen ist es doch in Ordnung. So, Roshi, du musst jetzt Schach spielen. Ah, oh, die haben sogar die Stühle geklaut für Schachding. Ey, das ist ne echt. Das gibt's ja nicht. Wir haben ja nicht mal mehr Geld für gar nichts hier. Können wir uns irgendeinen Stuhl noch kaufen? Das wäre mal nicht schlecht hier, oder? Oh, die Kinderstühle da, oder was? Na toll. Letztes Geld ausgeben für die Kinderstühle hier. Und dann gibt's nicht mal schöne Farben. wir nehmen das Neutrale hier jetzt einfach. Ach komm, das muss jetzt noch hier dahin passen. Jetzt können wir jetzt, hallo. Wir haben nur einen Stuhl. Ja gut, einer reicht ja auch. Du kannst das hier jetzt mal Aktionen überdenken. Den Geist fokussieren. Oh, das ist gut. Und dann spielen. Do it, Rosie, do it. Und du bist müde. Ja gut, dann legen wir dich jetzt. Du bist noch Pipi machen auf dem Hashtag Grünklo. Dann, oh, Veronica ist hier drin, ne? Das war mir klar, dass die sich hier rein verzieht. Das ist am ehesten noch dein Stil. Und, oh. Füllen und Neid zum Fressen hier rufen. Das musst du noch machen. Ja. Da gibt's Mumphy hier für dich. Komm, auf. Und du? Klappt's, ne? Yeah. Schneller lerne hier bist du doch, oder? Irgendwas? Da müssen wir Level 3 erreichen. So. Ab ins Bett mit dir, Lila. Wir müssen schlafen. Wir sind ein normaler Sim. Ich kann ja die Rosie mal irgendwann verwandeln. Können wir mal fragen. Oder kommen wir fragen mal die Zuschauer, ob die Rosie dich verwandeln soll in Vampir. Jetzt hier voll die Vampir-WG. Willst du nicht schlafen? Jetzt komm, schlaf doch mal, ihr Mensch. Ja, diesen fetten Tischen da immer. Okay. It's okay, it's alright. Und es wird hier Tag bald, ne? Wir müssen, glaube ich, reingehen dann. Eieiei. Ach, immer diese Zahnräder hier an diesen komischen Sachfiguren. Ich glaube, du musst echt noch ein bisschen Logik lernen. So. Daten durchsuchen. Wo müssen wir denn da Daten durchsuchen wieder? Eieiei. Bist aber konzentriert. Sehr gut. Mentales Training. Wegen Nachdenken über Schachzüge. Das war die Lernfolge heute, ne? Aber wir haben neue Sims kennengelernt. Das ist nicht schlecht. Wir kommen ein bisschen voran. Das ist gut. Wir spielen auch mal die Bestreben so ein bisschen mehr. Das habe ich irgendwie immer so ein bisschen vernachlässigt, ne? Und die Fähigkeiten natürlich auch. Also das ist auch nicht schlecht dann, ne? Da kann man bestimmt einiges machen. DJ kann ich mir auch vorstellen bei der Lila. Aber dann machen wir das vielleicht als Hobby. Und parallel dazu dann natürlich unsere Kunstkritiker-Karriere. Und unsere Serienromantiker-Story. Das sehe ich dich auf jeden Fall. Und die Rosie, ja, die wird hier zum ultimativen Vampir mit ihrem Restaurant. Wir müssen dir jetzt, ich muss dir das Ding jetzt vom Arsch wegklauen. Oder können wir draußen bleiben? Es kann ja sein, dass der Balkon ist ja auch ein Raum, dass wir da draußen bleiben können. Hallo, Veronica Lodge. Das kann ja gut sein. Ne? Dass wir hier dann, dass das hier ein Raum ist und dass das dann gar nicht als draußen markiert ist. Das müssen wir jetzt rausfinden. Aber ich glaube schon, es ist ja schon 7 Uhr. Ne? So, Zeit für die Arbeit. Ja, dann auf wie mit Gebrüll. Auf, ab zur Arbeit. Was steht jetzt hier? Hallo, wir schlafen. Geh mal raus. Geh mal raus. Die sieht auch ein bisschen so aus wie die Lee Tompkins aus Gotham. Ah. So. Ab zur Arbeit, Rosie. Aber du nimmst die Fahrgemeinschaft, ne? Du gehst nicht irgendwie raus oder so. Ich glaub schon, ja. Okay. Gut, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute in unserer Girls WG hier im City Apartment. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier im Let's Play oder natürlich zu den anderen Videos hier im Channel. Bis dann. Macht's gut. Ciao.